Wir wollen Ihnen heute vorstellen eine Kampagne, die wir bundesweit starten, nämlich gegen die Kopfpauschale und gegen die Zerstörung des Systems der gesetzlichen Krankenversicherungen. Aber ich glaube, das Kernversprechen des Sozialstaats ist, wenn du krank wirst, wirst du deshalb erstens nicht arm, sondern du bekommst die für dich notwendige medizinische Versorgung. Und zweitens, wenn du arm bist, dann wirst du deshalb nicht krank. Das ist das Kernversprechen des Sozialstaats. Was hier vorbereitet wird, ist wirklich die Zerschlagung der gesetzlichen Krankenversicherungen. Sie werden zur Beute für die privaten Krankenversicherungen gemacht, ähnlich wie das wir in dieser Koalition schon häufiger erlebt haben. Und die Zeche werden diejenigen zahlen müssen, die nicht genug Geld haben, um sich einen Arztbesuch selber leisten zu können. Die werden schlechtere Versorgung bekommen und sie werden zu Sozialhilfeempfängern. Dagegen will sich die SPD zur Wehr setzen. Wir wollen das aber nicht alleine tun. Die Kopfpauschale, meine sehr verehrten Damen und Herren, steht hier in besonderem Maße exemplarisch und symbolhaft für diese Art von Gesundheitspolitik. Eine Gesundheitspolitik, da bin ich völlig einig in der Diagnose mit Sigmar Gabriel, die sich auf den Weg zum Systemwechsel aufgemacht hat. Deshalb ist es richtig, dieses Thema Kopfpauschale in seiner exemplarischen Bedeutung herauszugreifen und zum Gegenstand einer Kampagne gegen den Systemwechsel zu machen. Angemessene, wirtschaftliche, zweckmäßige Leistungen müssen ausgegrenzt werden. Warum? Weil ich, wie ich gesagt habe, zukünftig die Kosten des Fortschritts, die Kosten der demografischen Entwicklung und so weiter allein zulasten der Versicherten gehen. Die Pauschale steigen muss, deutlich überproportional auch zum Bruttoinlandsprodukt. Und der Zuschussbedarf wachsen wird. Um diesen Zuschussbedarf dann zu decken, müssten ja einerseits entweder wieder dann die Steuern erhöht werden oder aber ich muss den Leistungsumfang kürzen, damit im Grunde genommen die Ausgaben nicht weiter steigen, sondern vielleicht sogar sinken. Allerdings mit der Folge, dass dann eben wirklich notwendige, zweckmäßige Leistungen mir als Patientin oder Patienten nicht mehr zur Verfügung stehen, sondern die ich dann im Grunde genommen privat und damit teuer einkaufen muss. Das ist ein Thema, was die Bürgerinnen und Bürger bewegt. Und wo ich bei den vielen Terminen im Land feststelle, dass der überwiegende Teil der Bevölkerung eine solche Entsolidarisierung überhaupt nicht mittragen möchte, sondern dass sie sehr stark unterstützen das, was wir uns auf die Fahnen geschrieben haben, nämlich die Einführung einer Bürgerversicherung, eines solidarischen Systems, was auf Dauer angelegt ist und was auch dazu beitragen kann, die Finanzierungsengpässe, die absehbar sind, zu beseitigen. Heute haben die Menschen schon das Gefühl, es gibt eine Zwei-Klassen-Versorgung. Mit der Kopfpauschale wird es eine Drei-Klassen-Medizin geben. Nämlich den Privatversicherten, den, der sich die Kopfpauschale leisten kann und damit noch annähernd eine ordentliche medizinische Versorgung kriegt und den, der es sich nicht leisten kann. Und gerade da, wo wir strukturschwache Regionen haben, werden es sich viele Leute nicht leisten können und werden zu Bittsteller. Wir produzieren mehr transferabhängige Menschen, anstatt dagegen zu wirken. Und deswegen fordere ich Herrn Rösler auf, dass er aufhört, sich wie ein bockiger Schuljunge zu benehmen, mit dem Kopf durch die Wand für eine Sache, die Kopfpauschale, die von niemand im Land unterstützt wird, von Finanzern und Ökonomen bezweifelt wird, und sich dem zu widmen, was wir wirklich brauchen. Eine Debatte darum, ob wir nicht neue Versorgungsstrukturen gehen, neue Versorgungswege, mehr für Prävention tun und natürlich, ob wir nicht die Idee der Bürgerversicherung umsetzen können. Herr Rösler wird gegen eine Wand laufen, die ist jetzt noch aus Beton, und wir werden mit der Kampagne dafür sorgen, dass sie aus Granit wird.